Gut. Ja, zwei zuckerfreie Getränke und einmal Thunfisch, gegrilltes Gemüse und eine Gemüsesuppe und zuckerfreie Bonbons. Ich freue mich wirklich, dass ich demnächst wieder auf Teneriffa arbeite. Ja, ich habe schon lange überlegt, ob ich das wieder mache. Und während der Pandemie ging es ja nicht. Und ich weiß nicht, dann war das mit meinen Kindern, dass die ausgezogen sind. Dann musste ich denen ein bisschen unter die Arme greifen. Und jetzt wohnt von denen jeder in einer angemessenen Wohnsituationen, die er sich auf Dauer leisten kann. Und jeder macht seine Ausbildung und konzentriert sich darauf. Und mein Papa ist ja auch noch da, der sich um den Lukas kümmert. Und ja, deswegen kann ich jetzt wieder los. Und klar, Italien ist schön, aber mein Italienisch ist noch lange nicht gut genug. Ich müsste auch mal einen Intensivkurs machen. Mein Spanisch ist super und ich liebe Teneriffa. So, ich drucke mir wieder einen Sticker aus. Und heute habe ich den Anruf von der Personalabteilung bekommen. Also, sie würden mir einen Job anbieten, 100% on-site. Wie heißt es? Wenn man nicht im Homeoffice ist, dann ist man im Büro. 100% im Büro. Ich liebe dieses Teil. Alle Teile, die ich liebe, sind übrigens in meinem Amazon Affiliate Link. Ah, oh, die Sonne kommt gerade raus. Schön. Ja, 2000 Euro mehr als bisher. Und ich denke, das liegt vor allem daran, dass ich jetzt Französisch auch ausreichend kann. Damals, wo ich mich das erste Mal beworben habe, habe ich versucht, Französisch zu sprechen und konnte es nicht. Ich habe so Dinge gesagt wie il est vraiment intéressant que je peux comprendre. Und dann dachte ich mir, Moment, das Verb stimmt überhaupt nicht. Und ich wollte eigentlich kaufen sagen und mir ist acheter nicht eingefallen. Und dann habe ich gesagt comprendre, weil ich irgendwie versucht habe, das comprar, was im Spanischen kaufen heißt, in eine französische Form umzuwandeln. ich weiß nicht, das kann halt nur verstehen, wer schon mal intensivst Sprachen gelernt hat. Also wenn man dann
ganz intensiv in eine relativ neue Sprache eintaucht. Und es war bei mir mit Spanisch so, es war noch relativ neu. Also ich hatte nur ganz wenig Grundkenntnisse und ich habe zwar viel verstanden, aber ich habe nicht selber sprechen können. Und dann habe ich in Teneriffa ziemlich bald, nachdem ich angekommen bin, weil das von der Firma, wo ich mich zuerst beworben hatte, gefördert wurde, einen Grammatikkurs gemacht. Und dann habe ich bei der Firma aufgehört, weil mir der Job da nicht gefallen hat. Und in der Zeit zwischen dem Job und dem bei Artus, kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn ihr bei Artus euch bewerben wollt, ich schicke euch gerne einen Link. Und bitte gebt dann aber mich als Empfehlung an, weil ich bekomme dann eine kleine Provision. Aber es ist wirklich ein toller Job und ich meine, Teneriffa ist einfach eine Spitzeninsel. Also wer da gerne mal eine Zeit lang leben möchte, der wende sich vertrauensvoll an mich. Genau, aber ich war eben in dieser Zeit zwischen der I Can Do war das andere und Artus war ich in dem Spanisch-Grammatikkurs und ich habe so schnelle Fortschritte gemacht, weil ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht habe, als Spanisch zu lernen. Ich hatte dann auch einen Spanier als Freund und eine Freundin, die auch im Auto gelebt hat und war mit ihr ja, den ganzen Tag eigentlich zusammen, außer wenn ich im Spanischkurs war. Also ich habe entweder mit ihr gesprochen oder im Spanischkurs oder mit meinem Freund und dann noch natürlich im Supermarkt oder so. Und 2 Monate Vollzeit Spanisch sprechen heißt Vollzeit Spanisch denken. Das heißt, man kann dann eigentlich kaum noch in einer anderen Sprache denken. Ich konnte nicht mal mehr wirklich auf Deutsch denken. Wenn ich auf Deutsch gedacht habe, dann wurde das plötzlich total poetisch. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich glaube, dass ich Spanisch als eine sehr poetische, melodische Sprache erlebe. Und dieses Erlebnis färbt dann sozusagen ab auf die anderen Sprachen, die ich dann weniger verwende im Alltag. Falls das jetzt dann wieder so ist, dann kann ich das ja mal vorführen. Aber ich denke mal, dass ich, wenn ich in Teneriffa bin, die meisten Videos auf Spanisch aufnehmen werde und für Monas SUV-Reisen dann einfach auf Deutsch übersetze mit so einem kleinen Bildchen von mir in der Ecke, wie ich das jetzt auf den anderen Kanälen mache. Ja, das möchte ich endlich regelmäßig machen, Mensch. Oh. Ab heute bemühe ich mich. Ab heute. Wirklich. Nicht ab morgen. Ab heute. Ja. Erstmal mein Foto in den Planer einkleben und dann geht's los. Es ist 11.44 Uhr. Dann geht's los mit meinem Tag. Genau. Ja. So. Ja, ich trinke keinen Alkohol mehr, aber das ist ja mal eine Ausnahme, oder? Wenn man das feiert, dass man einen neuen Job hat. Also, ich meine, mir war schon klar, dass ich wieder zu Artus zurück kann. Das haben die mir auch damals gesagt. Ich war ja auch gut. Das ist ja genauso wie bei den Hotels in München. Da kann ich immer wieder zurückkommen. Aber dass ich jetzt einen Job bekomme, wo ich auch Französisch einsetzen kann, das ist neu. Und darüber habe ich mich halt wirklich gefreut. Und deswegen habe ich halt jetzt mal kurz gefeiert und habe dabei dann noch ein bisschen Italienisch geübt mit der Besitzerin vom Café und ihrer Enkelin. Ja, war jetzt ganz nett. Und jetzt schaue ich mal, ob mein Brief endlich da ist mit meiner Ladekarte. Wie lange kann das dauern? So, ja, der Brief ist angekommen. Und ich war so begeistert, dann wollte ich ihr 2 Euro geben, dann hat sie gesagt, nee, das macht man nicht. Und dann habe ich gesagt, ich brauche wirklich was. Und dann sagt sie, nee. Dann sage ich, doch, ich brauche wirklich was, weil ich einen Kugelschreiber gekauft habe zum Wegradieren, der aber von niedriger Qualität ist. Jetzt fange ich schon wieder an, im Deutschen poetisch zu reden, aber es liegt daran, dass halt Italienisch, Spanisch, Französisch sich
schöner anhört. Und wenn man es dann zurück übersetzt, dann klingt es im Deutschen auch gut. Oh, ich bin so redselig. Das liegt natürlich an dem Prosecco. Also, ich habe die Karte. Und jetzt, ja, einmal übernachte ich jetzt noch, weil jetzt einen neuen Platz suchen bei Dunkelheit ist keine gute Idee. Und ja, dann, genau, morgen geht's dann weiter in die Toskana. Jawohl. 5500, das ist doch eine schöne Zahl. Jawohl.